Hallo, herzlich willkommen zurück in Season 12. Der Krieg Nummer 6 läuft jetzt. Ja, Krieg 6. Ich glaube, ich habe es jetzt so langsam wieder raus nach dem Urlaub. Hier mittendrin, also mittendrin im Urlaub, gibt also nicht viel zu sehen. Wir starten auf Psychodorn gegen eine 5 Sterne Rang 4 nicht erweckte Ghost. Und als das Spiel sich dann endlich dazu entschieden hat, mitzuspielen, schon lange keine Verbindungsprobleme im Krieg mehr gehabt, geht's los. Ghost als solches ist im Prinzip gar nicht so schwer zu spielen. Auch hier hat der Gegner wieder den Global Buff Ausweichen gesetzt. Das Nervige an einer Ghost, wenn sie im Phasing verschwindet, wenn sie zurückweicht, schüttelt sie halt die Buffs ab. So, das kann im dritten Segen, wenn Symbiote Supreme den Blutrauschschaden ausgibt, durchaus ein bisschen nerven. Weil sie die Debuffs, soweit ich das richtig im Kopf habe, gegen eine Form von Wut umwandelt. Ja gut, seht zu, was passiert. Wir pflanzen hier Rüstungsbrüche auf. Die sind nicht verschwunden, weil sie nicht Timing fürs Phasing war. Hauen drauf, sie kriegt Blutrausch. Sie setzt eine Superkraft, weicht aus und ich krieg auf die Fresse. Ja, ne? Man macht sich einen Kopf ums Abschütteln. Was passiert? Kriegt so auf die Fresse. Super. Ja gut. Wir haben ja noch ein bisschen Psychodornen vor uns und Regenerationsfähigkeit damit. Insofern alles halb so wild. Phoenix, 6 Sterne nicht erweckt. Das heißt, das, was sie so nervig macht zum Ende des Kampfes, dass sie halt nicht umfällt, sondern ein gewisses Maß je nach Anzahl. Ich bin mir nicht sicher. Entweder ist es Wut oder ihr komisches, was auch immer. Nehmt es mir nicht übel, dass ich den Namen hier im Kopf habe. Und regeneriert halt. Also es kommt halt, weil sie nicht erweckt ist, nicht zum Tragen. Ansonsten, erste Superkraft ziehen ist genauso einfach wie die zweite Superkraft. Mein Vorteil hier, dadurch, dass ich die erste Superkraft hole und sie die Wut konvertiert in Kraft, also Wut, die sie eventuell haben könnte, muss ich halt nicht wirklich mit Parieren spielen. Ich kann es halt einfach durchziehen. Mit der zweiten Superkraft habe ich es beendet und den Fauxpas vom ersten Kampf haben wir dann hier wieder weggeheilt. Alles prima, alles chico. Dann 6 Sterne. Bishop, kleiner Hassgegner hier. Bishop hat die Eigenschaft, dass er, wenn er Energieschaden kriegt, dieses zu x Prozent, ist ein Festwert, ich habe die Zahl leider nicht im Kopf, in Kraft umwandelt. So, macht's auf dem Knoten natürlich jetzt ein bisschen angenehm, weil man ihn nicht parieren muss, direkt wieder angreifen kann. Wenn es denn nur kein Bishop wäre und wir nicht so viel Abstand kriegen würden nach den Superkräften, was ganz schön nervt. Ich habe mir angewöhnt, die erste Superkraft zu holen. Die läuft relativ fehlerfrei. Klar geht viel auf den Block, klar nimmt man viel Schaden, aber immer noch besser, als wenn er voll aufgebaut eine zweite Superkraft reinsetzt. Wenn die krittet, dann haut die echt unglaublich fett rein. Das muss nicht sein. So. Zweite Superkraft wollte ich zünden. Dafür gab es leider Gottes nicht die Gelegenheit. Demzufolge ziehen wir hier gleich nochmal die erste und setzen dann eine dritte Superkraft drauf. Stehen natürlich jetzt auch ein bisschen an der Wand, was ganz schön nervt. Dieses sehr viele, sehr häufige Zünden der Superkräfte drängt ganz schön zurück. Insofern ist die dritte Superkraft natürlich auch sehr dankbar, weil sie viel Platz, viel Raum schafft. Also wir stehen jetzt auf nahezu der rechten Seite. Und jetzt haben wir das Problem, zwei Superkraftwolken sind voll, müssen die jetzt ausweichen und haben richtig auf die Glocke gekriegt. War nicht so schön. Gott sei Dank auch nicht weiter wild, also halb so schlimm. Kollege hat die Debuffs hier eben noch abgeschüttelt. Auch nicht so toll. Der zweiten Superkraft hier. Das Problem dann jetzt nochmal provoziert. Ich wollte halt heilen und das ist dabei rausgekommen. Toll. Zweite Superkraft will er nicht zünden. Ich wollte das Risiko auch einfach nicht eingehen, hier nochmal anzugreifen. Die habe ich direkt auf die Glocke gekriegt.
also seine zweite Superkraft. Die parierende Zeit war so kurz, dass es mich selbst dann pariert hat. Und die zweite Superkraft, die wir hier zum Ende setzen, um ihn umzuhauen, hat nicht mehr viel wieder gut gemacht. Also relativ stabil und zum Ende hin mittlere Katastrophe. Bishop kann echt ganz böse nerven. Minibosse waren schon weg. War quasi der Morgen. Hopsen dann hier weiter. Klar, müssen wir dann jetzt hier auch den Corvus Glaive nutzen, um den Blutungsschaden irgendwie nicht so fett auf uns zu nehmen. Gegner kann ausweichen, was bei einem Sparky natürlich ein bisschen behindert sein kann. Da ist es. Jetzt macht er dann auch erstmal ein bisschen mehr Schaden, was auch nicht so viel Spaß macht. Holen uns hier die ersten Superkräfte, das ist relativ leicht. Und dadurch, dass seine KI ausgeschaltet ist, normaler Treffer mit einem kosmischen Champion reicht da völlig aus, ist die Ausweichchance dann doch nicht ganz so groß. Also ging dann hier zum Ende doch relativ gut. Springen hier weiter zu Elektra. So, erweckte Elektra hat garantierten kritischen Treffer, wenn der Gegner, also in dem Fall wir, bei 25% TP und runter sind. Nicht erweckt sind es 15%. So, Größe S-Champion, sie weicht aus, das wurde mir hier zum Verhängnis. Und sobald ich einen Debuff habe, ist es so, dass Elektra zu 85% sämtliche Eigenschaften, ich meine, defensiver Natur unterdrücken kann. Was natürlich nicht so toll ist. Die zweite Superkraft fällt mir ein bisschen leichter als die erste. Wie ihr gesehen habt, das Timing klappt mal mehr, mal weniger. Hier klappt es dann viel besser. Und hauen sie dann aus den Latschen. Also auch nicht wirklich ein schöner Kampf, aber auch immerhin One-Shot. Wunderbar. So, mit Familie dann unterwegs. Abends, kurz vor Ende, guckte ich dann rein und dachte mir, ach du Scheiße, du hast jetzt hier nur noch, ich glaube, 3 Minuten Zeit oder 2,5. Na, 2 Minuten sogar nur, um 2 Gegner wegzulegen und möglichst viel noch zu machen. Der Cable, den wir hier haben, der ist noch verknotet. Und zwar mit dem Regenerationsknoten. Das heißt ausweichen. Und der stellt so unglaublich viel TP wieder her. Das ist, geht auf keine Kuhhaut. Hier bei der Heavy konnte ich es Gott sei Dank umgehen und prügeln hier immer schönartig Heavys um die Ohren. In der Hoffnung, wirklich viel ziehen zu können. Zweite Superkraft. Nee. Mist. Nicht gekrittet oder nicht in ausreichendem Maß. Nehmen die zweite Superkraft vollständig auf den Block. Was soll passieren? Das ist hier volles Risiko, was wir machen. Und klatschen ihn dann hier möglichst effizient aus dem Weg. Das Blöde ist, mir passiert gleich ein Fehler. Hier kurz vor Ende zurückgewichen. Und aus 6% TP machen wir 51% TP. Das meinte ich zu Beginn. Gott sei Dank nicht lange gebraucht. Die zweite Superkraft hat es dann beendet. Die ist dann gekrittet. Puh. 48, 47, 46. Naja, ihr seht ja den Timer ticken. Gehen dann hier auf den Hyperion. Ohne zu überlegen. Einfach drauf. In der Hoffnung, wir schaffen es in 35 Sekunden. Boah. Hätte ich mal ein bisschen früher reingeguckt, ne? Mist. Gut, ich kann euch sagen, der Kampf hier ist ein sicherer Timeout. Ich schlag drauf, was ich kriegen kann, was ich holen kann. Leider muss man sagen, wie ihr seht, wir haben jetzt noch knapp 10 Sekunden und haben nur 22% geholt. Das wird nix. Leider Gottes wird es nix. Das Timeout hier. Krieg ist damit beendet. Schade. Nochmal Punkte für den Gegner, aber ja, komm. Der Verteidiger wäre so oder so stehen geblieben. Also Versuch war es immerhin wert. Einen konnten wir ja vom Gegner letzten Endes noch wegputzen. Immerhin. Den Krieg, lustigerweise, haben wir gewonnen. Mit nur 2 Buskels. Also die Leistung unsererseits genauso unterirdisch wie der Krieg davor.
Genauso unterirdischer Angriffsbonus. Scheint bei allen der Wurm drin zu sein zurzeit. Wir haben nur gewonnen, weil der Gegner selber reichlich zu tun hat und nur einen Boss gelegt hat. Tom, Halbschräger und Xaya, nimm es mir nicht übel, dass ich es nicht richtig aussprechen kann, unsere VIPs. Vielen Dank wie immer für die entsprechende Teilnahme. Ja, trauerhaftes Bild, ne? Sind immer noch am Platin 3, Rang 124. Es wird sich wohl aber auch bald zum Ende hin, wenn es so weitergeht, ein bisschen aufheben. Wir werden sehen. Gut, Freunde, es ist ganz schön spät für mich. Die nächsten zwei Kriege lade ich euch morgen im Laufe des Tages dann hoch. Und am Mittwoch geht es dann ganz regulär weiter. In regulärer Zeit und in hoffentlich besserer Qualität, Kampfqualität. Ja. Wir sehen uns, Freunde. Vielen Dank für euer Dabeisein. Bis dann.